Hey, heute zocken wir wieder Shakes and Fidget. Und seit dem letzten Mal habe ich schon wieder zwei Dungeons geschafft. Meins habe ich leider nichts bekommen. Keine Ausrüstung oder sowas. Und in Nummer 2, das ist ein Boss, habe ich gleich einen Dungeon abgeschlossen. Da habe ich was bekommen, war aber leider scheiße. Okay, dann sind wir wieder hier und wir gucken mal in Dungeon. Ich kann wieder Dungeon. Das Vieh scheint mir noch zu stark. Immer noch zu stark. Das ist das nächste, was ich vielleicht schaffen könnte. Habe ich aber auch schon jetzt tausendmal versucht heute. Ich habe auch ein bisschen neue Ausrüstung. Ich habe hier eine tolle Waffe mit Intelligenz 80 und 72 Glück. Und natürlich einen viel besseren Schaden als dem hier. Leider kein Sockel. Und ja, da ist der legendäre Stein jetzt auch. Tja, ja, ist doof. Ich habe einen legendären Stein, kann den aber jetzt nicht mehr verwenden. Außerdem 33, 37 ist der höchste Stein, den ich jetzt schon. 38 ist der höchste Stein, den ich hier schon ausgegraben habe. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal so einen Intelligenzstein finden würde, würde der hier auch schon wieder nicht mehr reichen. Gut, Dungeon. Kämpfe! Mach das Vieh fertig! Mach kritische Schaden! Los! Hau das Vieh weg! Natürlich nicht. Ach, scheiße. Da hat wirklich ein kritischer Treffer gefehlt. Warum habe ich den kritischen Treffer gemacht? Ich habe doch hier 22%. Hätte eigentlich für mindestens einen kritischen Treffer reichen müssen. Naja. Ich hätte das Vieh besiegt, wäre ein kritischer Treffer dabei gewesen. Ja. Leider nicht so gut gelaufen. Können wir den besiegen? Ich weiß es nicht. Suchen wir mal einen anderen. Der könnte vielleicht noch was haben, was ich noch nicht in meinem Sammelalbum habe. Und plus 3. Geht doch. Habe ich jetzt hier schon insgesamt 936. 42%. Manchmal läuft's, manchmal habe ich auch ein paar Leute, die einfach nichts Neues mehr bei sich tragen. Kann jetzt hier durchblättern, das wird aber so lange dauern. Guten Abend. Guten Abend. Ja, es ist schon Abend und wir sehen auch hier Intelligenz 0. Intelligenz 0. Alter, der hat die letzten Tage schon überhaupt nichts mehr, was Intelligenz hat. Gar nichts. Ja. Ich glaube, die Waffe, ich weiß nicht, habe ich die gekauft? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Was suchst du? Tja. Was suche ich wohl? Irgendwas mit Intelligenz? Hast du was mit Intelligenz? Hast du Intelligenz? Hat er nicht. Kann ich hier noch so einen mittelgroßen Trank hier reinhauen, obwohl ich schon einen großen da drin habe? Ich weiß es nicht. 27 Stunden.
Aha. Dann ist der Trank aber auch schon weg. Müsste ich mir den hier reinlegen, dass ich den habe, aber dann habe ich hier voll. Tja, was mache ich da? Ich muss hier als nächstes wieder die Schmiede ausbauen, damit ich meine Soldaten noch mal ein bisschen aufwerten kann. Wenn das nicht immer so lange dauern würde. Okay, das dauert jetzt nur 8 Stunden, 8,5 Stunden. Kann ich über Nacht machen. Aber ich muss meine Festung weiter ausbauen, damit wir hier mehr Ritterpunkte bekommen. Wir haben schon 46. Sind doch schon einige, die ihre Ritterhalle ausbauen. Warum tun die zwei hier ihre Ritterhalle nicht ausbauen? Das verstehe ich nicht. Die tun auch ihre Ritterhalle ausbauen. Erst 27. Warum tut die hier ihre Ritterhalle nicht ausbauen? Tja. Kann ich ja noch sonst irgendwas machen? Irgendwie nicht so. Gut, dann hatten wir wahrscheinlich wieder Gildenkämpfe. Wir haben die Viecher hier schon wieder platt gemacht und dann wurden wir von denen hier platt gemacht. Wir gucken uns zuerst das an, wo wir gewonnen haben. Sind eigentlich immer dieselben Leute, oder? Hat sich da mal was geändert in der Liste von denen? Und hey, bei mir greifen 19 an und es sind dort 19 in der Verteidigung. Schaffen wir es, dass aus meiner Gilde mal 25 angreifen? Also die Hälfte? Ich meine, es sind ja immer mal wieder neue dabei. Weil ich auch immer die Inaktiven rausschmeiße, damit wieder neue Aktive dazukommen können. Oh ja, das hasse ich. Schon wieder, Alter. Du kannst doch nichts machen, ne? Die ziehen einfach ein Viertel von dem Leben. Und schon wieder. Ah, schon wieder. Stell dir vor, du kämpfst gegen eine ganze Gilde voll mit solchen Viechern. Ui. Ist aber irgendwie Gleichstand gerade noch.
Wow, zwei kritische Treffer und weg war er. Und steht immer noch Gleichstand. 13 zu 13. Also sind die nächsten 13. Im Angriff fehlt einer. Schön, wenn man ausweichen kann, oder? Cool. Gremvis hat den Held des Tages bekommen. Wo war der hier im Angriff? Vor 5 Stunden. Ha. Aber wenigstens ist die beim nächsten Angriff dabei. Werden wir heute nicht angegriffen? Keine Verteidigung. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay, dann werden wir heute nicht angegriffen. Dann passiert das wahrscheinlich wieder mitten in der Nacht. Heute. 0 Uhr 12. Haben sie uns fertig gemacht. Boah, fange ich gleich bei 21 an. Helmut der Hunne. Man sieht, wir haben hier auch wieder 39 in der Verteidigung, das heißt, es wurden vorher wieder einige rausgeschmissen, die inaktiv waren. Der räumt aber ganz schön schnell auf, oder?
Nur durch diese Attacke. Ist klar, ne? Meine normalen Schläge haben die mir kaum geschadet. Oh, schon bei 20 von 39. Und die erst bei 5 von 33. Ja. Wir müssen echt noch alle so viel aufleveln. Aber die anderen leveln ja genauso irgendwie. Das heißt, es wird immer irgendjemand geben, der uns angreift und platt macht. Kann man eigentlich gar nicht viel dagegen machen. Selbst das Pilzkatapult laden bringt gar nicht wirklich was. Ja, das bringt jetzt nicht wirklich was. Der Typ ist viel stärker.
noch mehr. Los, ich mach ihn platt. Zwei kritische Treffer und fast war er weg. Aber viele. Der ist richtig gut. Die sich oft nicht zur Verteidigung meldet. Weder angegriffen noch verteidigt. Könnt ihr den noch platt machen? Und das war's. 109 Ehre verloren. Alter. Das ist heftig. Na gut. Und heute tun wir noch das Jobcenter angreifen. Ach, die sind alle eingeladen. Ich dachte, die sind alle dabei. Daneben nicht, sind nur 1, 2, 3, 4, die wir verteidigen, okay. Sollte eigentlich leicht sein. Stufe 38. Mal gucken, wer ist denn hier beim Angriff dabei? Ja, hier. Easy. Schade, dass der hier irgendwie nicht mehr online kommt. Schon seit 10 Tagen. Aber wir brauchen die Ritter. Palenpunkte. Es ist sehr wichtig. Die würden sonst fehlen. Ich kann schon wieder Arena. Suche ich mir hier wieder irgendeinen raus? Kann ich den nehmen? Nehme ich den? Ich nehme den. Plus 4. 940. Immer noch 42%. Das meiste sind halt dann Viecher, was fehlt. Von denen gibt es über 562. Hier. Kriegerausrüstung 566. Krieger haben am meisten Ausrüstung, hä? Magier haben nur 398. Kundschafter nur 398. Da hat der Krieger ja viel mehr Auswahl an Zeug. Okay, das war dann halt das. Gilde ist voll. Die YouTuber sind voll. Welter fehlt schon wieder ein Tag.
Wenn der raus ist, dann ist die Mindeststufe hier wirklich bei 15. Obwohl ich schon überlege, wenn ich die nächsten raushaue, dass ich dann 20 einlade. Aber das wird dann sehr lange dauern, bis dann wieder voll ist. Obwohl hier 1, 2, 3, 4. So viel ist das jetzt gar nicht. Wer fehlt hier noch? 2 Tage. So viele sind das gar nicht mehr. Ein Tag. Ich meine, es kann ja mal völlig normal sein, dass einer mal 1, 2 Tage fehlt. Aber 3 Tage. Spätestens morgen werde ich hier wieder aussortieren. Also, Mindeststufe ist erstmal bei 15. Mal gucken, ob ich irgendwann erhöhen kann. Ich meine, 23 ist schon ein guter Durchschnitt, finde ich. Wir müssen jetzt noch, ich weiß nicht, wie es dann aussieht, wenn 14 fehlt. Das Rad des Schicksals erwartet dich. Jawohl. Wir drehen erstmal eine Runde. Und kriegen eine Niete. Warum kriege ich immer Stein? Ich will keinen Stein und auch kein Holz. Alles andere ist okay, nur kein Stein. Verdammt, schon wieder gewonnen. Oder Holz. Ich kann noch einmal frei drehen. Hat dieses Mal Wie nicht so gut machst du geklappt das? mit. Lucky Coins sammeln. Habe ich echt jetzt nur Nieten bekommen? Das ist doof. Mein, guckt euch das an. Ich bin hier voll mit Holz und voll mit Stein. Was soll ich damit? Und sowieso, die Festung dauert noch über einen Tag. Derzeit sammle ich wahrscheinlich noch mal so viel. Ich muss echt als nächstes wieder die Schmiede upgraden. Aber hier noch was zu erledigen. Kann ich hier irgendeinen platt hauen? 191. Warum hat er so wenig Leben? Ist das normal, dass man mit 191 so wenig Leben hat? Dungeon. Habe ich heute auch wieder was Neues freigeschaltet hier. Wird das 492? Ich würde gerne das hier platt machen, das ist 184. Ich mache das hier sogar platt. Intelligenz, Ausdauerrüstung. Kampfmagier. Und Stufe 160. Yeah. Wird das hier angezeigt? Ja. Ah. Was ist das? Schutzhandcreme. Arkane Schutzhandcreme des Homöopathen. Okay, das will der hier wahrscheinlich haben. Ja. Ich habe jetzt keine Intelligenz da. Stärke braucht er eh nicht. Wozu auch? Intelligenz, Ausdauer, Glück. Schaden wird besser. Ausdauer auf jeden Fall auch. Ja, behalten wir das mal. Das hier kann ich ja trotzdem behalten. Was ich damit mache, weiß ich jetzt noch nicht. Ich meine,
Ja, aber Schaden 475 gegen 362. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich meine, ich hätte jetzt noch ein Stärke Steinchen. Wird auf jeden Fall höher. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Dann mit Stein. Müsste ich mal ausprobieren. Welches wir es hier müssen? 32 oder 26? Ha. Probier das hier mal. Juhu, hat geklappt. Ein Kollege! Ja, dann war es das aber auch schon, ne? 306, 370. Aber die Waffe hier ist auch richtig toll bis jetzt. Ich brauchte aber vielleicht doch noch mal was Besseres. Ja, was gibt ja immer so selten neue Waffen? Guten Abend. Tja, auch hier ist nicht wirklich was dabei, was mir weiterhilft. Nein. Guten Abend. Guten Abend. Ja, drehen wir einmal und wir kriegen eine Niete. Wie machst du das? Ich wusste es. Ja, wie mache ich das? Wie habe ich das erraten? Ich krieg heute den ganzen Tag nur Steine. Verdammt, schon wieder gewonnen. Eben nicht. Das ist schon wieder eine Niete. Mann, heute ist echt mein Pechtag. Ja, hier kriege ich auch wieder nichts Grünes. Das Lager läuft voll. Ey, guck mal, wie viel ich schon drüber bin, über 3,7 Millionen. Alter. Das dauert noch. Tja. Dann haben wir meinen Hauptcharakter. Ach, bevor ich wieder vergesse. Wieder 31 Millionen. Ich würde ja mal hier das erste schaffen wollen. Ich weiß nicht, ob ich hier noch mal weiterkomme. Aber hier sah es heute auch mal so aus, als ob ich das Vieh schaffen könnte. Tja, jetzt schaffe ich wieder nur die Hälfte. Vorhin war es irgendwie mal hier so und naja, kennt man ja, mal so, aber was mir gerade einfällt, ich habe für den hier immer noch keine Waffe, ne? Ich kaufe mir ja schon immer mal hier Waffen, die keine Pilze kosten, nur um die mal in die Toilette zu schmeißen. Tja. Könnte mir das vielleicht weiterhelfen? 374 bis 502. Klingt auf jeden Fall schon mal besser, aber hier auf der Waffe ist noch ein Haufen Geschick drauf. Was die Waffe natürlich viel besser macht. Ich weiß nicht, wie diese Waffe aussieht, wenn ich einen Stein da reinmache. Hat auf jeden Fall eine Menge Glück. 374, 502.
Eigentlich will ich ja schon eine Waffe, wo Geschick drauf ist, damit der Schaden höher geht. Die hat Intelligenz, Alter. Noch mehr Intelligenz. Warum kriege ich hier nur Waffen mit Intelligenz? Ich würde so gerne wissen, wie die Waffe aussieht, wenn ich diesen Stein reinlege. Aber wenn es dann nichts ist, dann ist der Stein weg. Ich könnte den natürlich wieder rausholen, dann ist die Waffe Schrott, aber ich glaube, das Rausholen kostet auch 10 Pilze. Obwohl. Den Stein kriege ich auf jeden Fall wieder. Machen wir es einfach mal. Ich habe ja auch die Materialien. Na dann, wie viel besser ist es? 214. Ich wusste es. 220 gegen 214. Tja, hat sich dann wohl nicht gelohnt. Es ist jetzt eine Waffe weniger, die ich jetzt ins Klo schmeißen kann, weil ich brauche eine Waffe für den Typen da. Hey, guckt euch den Scheiß an. Ich krieg echt nur Magierwaffen. Warum? Wieso? Wieso kriege ich keine Waffe für Bertram? Ich würde es ja. Aber geht nicht. Kann der die wenigstens gebrauchen? Ha. Auch nicht, oder? Der wird auch eine Menge Ausdauer verlieren. Hui. 211.000 Schaden. 215.000 Schaden. Ach Mensch, das ist doch. Die kann ich jetzt schon wieder nicht mehr zerlegen. Scheiße. Guten Abend. Muss ich jetzt jedes Mal hier, wenn eine Waffe für nur Gold drin ist, mir die Waffe kaufen und ins Klo schmeißen und dann kriege ich immer noch nur scheiße Magierwaffen. Die kriegt meine alten Waffen, die ich vorher mal getragen habe. Das ist kein Problem. Tja. Kann ich dir helfen? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich gucke hier öfters mal rein, aber ich sehe hier auch nichts mehr, was mich weiterbringt. Ich muss echt darauf hoffen, dass ich in einem Dungeon irgendwas bekomme. Alles andere ist hier sowieso schon alles Schrott. Auch hier bald mal einen neuen Hier Trank. geht es rund. Und den kriege ich morgen. Ha, was für ein Zufall, oder? Ja. Auch hier kann ich einmal freidrehen. Habe ich auch lange keine Lucky Coins mehr gesammelt. Verdammt, schon wieder gewonnen. 32? 32? Was soll ich mit 32? Hättest du 250 gemacht oder sowas? 32? Hä? Tja. Egal.
Ja. Schmiede hier ist auf Stufe 11. Dauert schon 6 Tage, bis die das nächste Mal geupgradet ist, wenn ich die upgraden möchte. Demnächst geht's schneller, aber wie viel schneller? Gut, diese Gilde hat 49 Mitglieder. Habe ich letztens auch schon wieder ein bisschen aussortiert, die, die gefehlt hatten. Sieht eigentlich schon in Ordnung aus, würde ich sagen. Ich glaube, in der Gilde bleiben auch die Leute viel eher, weil ich hier 161 bin. Als in anderen, wo ich nicht mal der Höchste bin vom Level her. Hä? Urban X B? Guckt euch das an. Was traut der sich denn hier? Einer, der gleich mit zwei Leuten hier reinkommt, also zwei Charaktere macht. Vielleicht sollte ich nicht so genau hingucken. tja. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Eigentlich nicht. Wir haben hier bald wieder ein Raid. 21:58 Uhr. Das ist sogar in nicht ganz 10 Minuten. Ich wollte sowieso mal eine eigene Folge machen mit den Raids hier. Die habe ich mir gespeichert. Werde ich dann ein Raid, ein Video und dann einfach nur einzeln hochladen. Einfach nur so. Gildenkampf. Was will ich mit Gildenkampf? Ich will den Raid. Ich hoffe, dass wir jetzt den Raid Nummer 7 schaffen. Ich meine, tja, schicke ich die Kleinen vor hier, dass die sich hier fressen lassen und wenn die anderen, also wenn die Viecher hier meine Leute fressen, mache ich die platt. So ungefähr wird's ablaufen. Ich meine, wie weit kommt ein Stufe 31er in dem Raid? Wir werden es auf jeden Fall irgendwann mal sehen. Dann werde ich auch die Videos einzeln hochladen. Keine Ahnung, eins am Tag oder gleich alle zusammen, ich weiß es noch nicht. Na gut, dann war es das erstmal für heute, denke ich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Wow. 75.000 XP, nur 10 Ehre. Hey, da waren drei. Warum ist das jetzt auf 0? Hätten es jetzt nicht noch 2 sein müssen? Ich weiß es nicht. Dann habe ich das hier die ganze Zeit vergessen. Aber so wirklich viel bekommt man dadurch auch nicht, ne? Einschlage und weg ist das Vieh. So hab ich's gern. Füllen. Ausbauen.
Ich will das hier gerne weiter ausbauen, aber es dauert echt lange, bis man das Zeug zusammen hat. Bis dahin habe ich hier erstmal alles auf Stufe 5 ausgebaut, nehme ich an. Ich glaube, da war auch irgendwo was im Dings mit Stufe 5, oder? Wo war das? Alle Gebäude der Unterwelt auf Stufe 5. Genau. Und 41.973 von 25 Millionen habe ich schon aus dem Goldspeicher geholt. Goldgrube, wie auch immer. Und Seelen. Ui, das dauert auch ewig. Na gut, dann jetzt ist Feierabend für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann, tschüss.